herzlich willkommen auf dem Kanal der Camping Cowboys vor dieser unglaublichen geilen Kulisse. Und heute dreht sich alles wieder um ein Outdoor-Messer, um das Mai-Messer. Und heute geht es um das Buck 129 Made in USA. Let's go! Und hier sind wir und bei diesem Video handelt es sich um ein Unboxing. Also ich habe das Messer selber noch gar nicht in der Hand gehabt, aber wir werden jetzt gleich mal gucken, was drin ist. Öffnen werden wir es natürlich mit dem Isula, mit dem Allzeit-Wegbegleiter. Und jetzt schauen wir mal, was drin ist. Auf das Ding. Erstmal viel Papier, wie immer. Und hier ist es schon. Die Box kommt erstmal weg. Und hier, also man sieht schon, das ist auch schon ein ausgewachsenes Messer. Ja? Made in USA, wie ich gerade schon gesagt habe. Und dann gucken wir mal rein. Ich bin sehr gespannt. Vorweg sage ich noch ganz kurz, also ein Messer mit 420er Stahl für preislich knapp 120, 130 Euro, je nachdem, wo man es kauft, bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe auf die Verarbeitung. Und hier ist es. Also gefällt mir so jetzt erstmal. Also Lederscheide werden wir gleich mal gucken. Also es steckt in der Lederscheide drin. Die Lederscheide fand ich ganz schön, weil hier geht der Verschluss außenrum und man kann es hier wirklich gut aufmachen. Und dann kommt es raus. Und man sieht schon, also das ist wirklich, wenn ich es in der Hand halte, ein ausgewachsenes Bushcraft- und Outdoor-Messer. Und wir haben hier eine Gesamtlänge von 21,6 cm und eine Klingenlänge von 11 cm. Und ich muss sagen, so für den ersten Eindruck macht es einen sehr wertigen Eindruck. Und hier sehe ich dann auch schon wieder fast, ja, das heißt fast, ich sehe hier quasi die 120 Euro sehe ich hier wirklich. Also die Verarbeitung ist wirklich top. Also der Übergang von den Messingbeschlägen auf das Cocobolo-Holz sind wirklich einwandfrei. Also hier habe ich keine Übergänge. Hier spüre ich minimal was. Also wenn es wirklich ist, ist es vielleicht mal ein Zehntel Millimeter. Das Cocobolo-Holz an sich ist wirklich schön, ist wirklich gut gemacht und das Messer liegt auch wirklich gut in der Hand. Hier vorne drauf sieht man es, ich halte es mal andersrum, Buck 192. Und so für den ersten Eindruck ist es wirklich gut. 420er Stahl, 420er Stahl ist natürlich sehr schön, um es zu schleifen. Oh, und so wie man es eigentlich, wie mir meine Camping-Cowboy-Kollegen, der Patch und der Scarf schon erzählt haben vom Buck 110. Also Buck liefert Messer wirklich scharf aus. Das werden wir gleich nochmal testen. Eine Sekunde. Wir nehmen hier mal den Karton und dann schauen wir gleich mal, ob da was geht. Und es geht wirklich butterweich geht's durch. Also es ist wirklich, wir wissen ja, der große Feind von Messern ist der Karton. Aber hier geht es wirklich, nehmen wir nochmal das Papier raus, schauen wir, ob hier irgendwas geht. Also hier haben wir jetzt, das ist jetzt wirklich der absolute Schnitttest für die Schärfe. Also hier haben wir ja auch ein Papier, das hat auch keine gerade Anschlagkante. Doch, also wirklich, also hier jetzt auf der geraden Kante dürfte es überhaupt kein Problem sein, so ist es. Ja. Und auf der ausgefransten Kante auch überhaupt kein Problem. Also, wie schon vermutet, das Messer kommt aus der Verpackung schon sehr scharf und man müsste eigentlich nichts nachschleifen. Zum Stahl, der 420er Stahl ist von der Schnitthaltigkeit jetzt nicht ganz so krass, aber dafür ist er auch sehr, sehr leicht zu schleifen. Hier habe ich jetzt das Messer mal angelegt, also man sieht, es liegt auch wirklich gut am Gürtel, also es sitzt wirklich auch fest. Dann einfach den Knopf auf und rausholen. Genau. Und hier sehen wir jetzt halt eine typische Drop-Point-Klinge mit einem Flachschliff hier an der Seite. Und jetzt werden wir mal kurz testen, was dieses Messer auch kann. Also ich habe jetzt einfach mal so ein kleines Steckerl, einfach mal so zum Schnitzen. Und bei der Schärfe, man sieht schon, also ich auch mit wenig Druck, also es geht durch trockenes Holz, geht es durch wie nichts.
Also von der Schärfe her kann man auch wirklich überhaupt nicht meckern. Mache ich hier mal ein bisschen Rinde ab. Dann schauen wir nochmal die Feinarbeiten an. Oh, geht schon tief rein. Achtung. Ja, also das ist schon, da kann man schon mal richtig, also die Nummer ist echt scharf. Also da kann man wirklich nichts sagen. Und wie man schon sieht hier an der Kerbe, also ich habe jetzt wirklich nicht viel Kraft aufgebracht und das Ding ist quasi durch. Wenn ich jetzt noch einmal hier so mache, dann ist er ab. Also das ist wirklich ein robustes, stabiles Outdoor-Messer, leicht nachzuschleifen. Und jetzt gucken wir natürlich auch noch mal, was es beim Choppen kann. Und jetzt gucken wir mal, was das beim Choppen kann, das Buck 192. Also ich habe hier wirklich Hartholz jetzt. Und jetzt schauen wir mal, ob es klappt. Also hier hinten hat man den Griff, ist ja so leicht noch gebogen. Das heißt, man kann mit den vorderen drei Finger kann man es gut packen. Und dann schauen wir mal, was passiert. Also das klappt auch gut. Also ich muss sagen, das Holz ist jetzt richtig hart. Aber man sieht schon, es ist schon eine richtige Kerbe drin innerhalb von kürzester Zeit. Ja, also das kann man auf jeden Fall machen. Ja, also hier wunderbar. Also es ist wirklich ein Arbeitsmesser. Jetzt schauen wir uns nochmal an mit dem Holzspalten. Also ihr seht schon, ich habe hier so ein kleines Holzstück, das ist auch Hartholz. Hab das Messer oben schon angesetzt und jetzt gucken wir mal. Ja, also einwandfrei, würde ich sagen. Hier jetzt nochmal die ersten Eindrücke zum Buck 192. Es ist die ersten Eindrücke wirklich ein gutes Messer. Was ich noch vergessen habe zu sagen ist, 236 Gramm schwer. Also da hat man auch wirklich was in der Hand. Es kommt unglaublich scharf aus der Verpackung. Liegt sehr gut in der Hand. Verarbeitung ist top. Eigentlich eine absolute Kaufempfehlung für jeden, der ein gutes, günstiges Outdoor-Messer haben will. Günstig ist auch immer so eine Frage. 120 Euro für ein Messer in der Qualität finde ich eigentlich wirklich gut. So, und das war es auch schon wieder hier zum 192er vom Buck. In dem Sinne, ich bin der Scar von den Camping Cowboys. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns nächsten Monat zum nächsten Messer. Und jetzt kriegt ihr noch ein paar schöne Großaufnahmen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuschauen.